In diesem Video wollte ich dir zeigen, wie du auf dem ZimaBlade hier ZimaOS installieren kannst, was du dafür alles benötigst und was die einzelnen Schritte sind, um hier auf deinem ZimaBlade ZimaOS zu installieren. Folgendes benötigst du, um auf dem ZimaBlade ZimaOS zu installieren. Als allererstes brauchst du einen USB-Stick, auf dem dann die Installationsdatei von ZimaOS draufgespielt wurde. Das habe ich mit Balena Etcher gemacht. Das zeige ich dir gleich nochmal ganz genau, wie das funktioniert. So, als erstes brauchen wir die Datei, die wir gleich mit dem Balena Etcher auf meinen USB-Stick packen wollen. Gehen hier auf den IceWheel Tech ZimaOS. Hier können wir dann die Datei herunterladen. Hier kannst du das kopieren. Das ist eine Image-Datei. Startest jetzt den Balena Etcher. Sagst hier Flash from URL. Gibst die URL ein. Er hat sich die Datei geholt. Sagst hier Select Target. Das ist jetzt mein USB-Stick. Der muss nicht so groß sein. Meiner ist nochmal so groß. Sag's okay. Und Flash. Ja, mein USB-Stick ist groß. Komisch. Ja, mach's trotzdem. Und dann flasht der Balena Etcher jetzt das Ganze auf das Laufwerk. Der ist jetzt fertig und wir können den Balena Etcher schließen. Wo findest du den? Falls du den Balena Etcher noch nicht hast, suche einfach nach Balena Etcher. Dann findest du hier gleich an der obersten Platz, kannst du hier Download Etcher nehmen. Und gibt es für jedes Betriebssystem, hast gesehen, gibt es am Mac, gibt es für den PC, gibt es auch für Linux. Dann brauchst du einen USB-Hub. Ein USB-C-Hub, weil das ZimaBlade ja nur ein USB-Port hat, in den dann hier der USB-Stick reinkommt. Und hier kommt dann der USB-Hub rein. Dann benötigst du noch diesen HDMI-Adapter, der direkt ans ZimaBlade angeschlossen wird. Diesen HDMI-Port kannst du nicht benutzen, denn der wird erst aktiviert, nachdem ein Betriebssystem gestartet ist. Das BIOS lässt sich nicht über den USB-C-Port ausgeben. Deswegen brauchst du unbedingt hier diesen Mini-HDMI auf HDMI. Ja. So, dann brauchst du unbedingt ein Netzteil, was nicht bei dem ZimaBlade dabei war. Am besten nimmst du das Netzteil, was ich dir in meinem Kit gezeigt habe. Das ist nämlich stark genug und bietet bei 12 Volt 3 Ampere. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ansonsten funktioniert das ZimaBlade daran nicht. Und dieses Netzteil steckst du jetzt hier in das Power Delivery von dem USB-Hub. Warum nicht das originale Netzteil? Weil das originale Netzteil nur 12 Volt kann und so ein USB-C-Hub muss auch 5 Volt haben, auch 3 Volt haben, auch 20 Volt haben, sonst funktioniert er nicht. Also zumindest mit 12 Volt alleine funktioniert er nicht. Dann brauchst du natürlich noch eine Tastatur und dafür ist dann dieser USB-C-Hub, weil wie gesagt, dieser Port ist besetzt und dann steckt man halt die Tastatur hier rein. Das verbinden wir jetzt mit dem Monitor. Netzwerk solltest du auch schon einstecken, macht einiges dann einfacher. So, wenn dann alles verbunden ist, starten wir das ZimaBlade und drücken sofort die Entfernen-Taste. Damit kommst du dann ins BIOS. Im BIOS gehen wir dann hier oben auf Boot und wählen hier unten also dein USB-Stick, welchen du gerade eingesteckt hast. Das ist bei mir hier dieser UEFI Generic SD. Wichtig, dass es der UEFI ist, weil ZimaOS funktioniert nur mit UEFI Boot Devices. Also gehst du hier oben hin
und tauschst das Laufwerk, was da oben steht, mit diesem Generic. Also bei dir wird er anders heißen. Ne? Wichtig ist nur, dass du weißt, was dein USB-Stick ist. Das ist mein USB-Stick. Und dann gehen wir hier oben wieder auf Save. Und dann hier Save Changes and Exit. Ja, wir wollen die Konfiguration speichern. Jetzt bootet das Ganze in den CIMA-Wise. Und jetzt kannst du sagen, Install CIMA-Wise. Wo wollen wir das installieren? Natürlich auf den MMC-Speicher, der ja auf dem CIMA-Blade drauf ist. Ja, ich möchte alles überschreiben. Ja, das ist die letzte Warnung. Und das war's. Wenn der gleich fertig ist, dann ist CIMAOS schon quasi installiert. Das war's. Jetzt muss ich dieses Medium entfernen und neu starten. Sollte der jetzt hier nicht automatisch starten, musst du nochmal ins BIOS gehen und da die richtige Festplatte auswählen, also den MMC. So wie jetzt. Gehen wieder auf Boot. Gehen dann hier runter. Und wählen jetzt hier das WFiOS MMC. Nicht das normale MMC. Das geht wirklich nur mit WFi. Dann gehen wir auf Save. Save and Exit. Und schon bootet dein CIMAOS. Jetzt sagt dir CIMAOS, dass SSH noch nicht aktiviert ist. Du müsstest jetzt hier Alt F2 drücken. Du kannst hier jetzt mit Root dich einloggen. Jetzt müssen wir hier einfach Pass WD eingeben. Pass WD. Und für den Root ein neues Passwort eingeben. Jetzt sagt er, dass das Passwort successfully abgedatet wurde und du jetzt auch Zugriff auf SSH hast. Wie findest du jetzt raus, welche IP-Adresse das gekriegt hat? Dafür musst du einfach if-config eingeben und dann weißt du sofort, welche IP-Adresse du hier für dein CIMAOS erhalten hast. Jetzt kannst du in deine Webkonsole bereits dich einloggen und ganz normal dort weitermachen. Du gibst jetzt hier die IP-Adresse ein, die du eben da gesehen hast und wirst hier gleich begrüßt und kannst schon deine ersten Einstellungen machen. Fertig. Schon haben wir CIMAOS installiert. Jetzt kannst du hier in das Festplattenmanagement reingehen. Wir haben hier zwei neue Laufwerke. Wir sagen hier Create RAID. Wir wollen RAID 1, damit das gespiegelt wird. Wir wählen 1 und 2 aus. Gehen auf Next, geben ein bisschen Namen. Ja, wir wollen das alles löschen, was auf dem Festplatten drauf ist. Und schon haben wir gleich ein fertiges System mit einem RAID. Fertig, jetzt können wir uns das ansehen. Funktioniert wunderbar. Und wenn du dann soweit da bist, gibt es ja auch schon gleich ein Update. Ich habe jetzt eine alte Version auf dem Stick gehabt, deswegen gibt es hier ein Update. Zeige ich dir aber den Update-Prozess nochmal, dass der wirklich sehr, sehr einfach ist. Du kannst hier einfach auf Update klicken und schon installiert das System einfach das neue Update drauf.
Und fertig.